Guten Morgen, ihr geliebten Herren. Gott ist schon irgendwie krass. Gestern noch dieses seufzerische Ach Herr. Danach kam zwar die Größe und die Allmacht auch hervor und wurde betont, aber irgendwie klang es auch verzweifelt. Und heute? Du wirst fröhlich sein über den Herrn und wirst dich rühmen des heiligen Israels. Wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir rühmen uns Gottes. Und zwar nicht nur, weil gestern das eine in der Losung stand und heute das andere und weil es so sein müsste. Nein, weil wir es so erfahren dürfen. Ich weiß ja nicht, wer von den Zuschauern gestern in mein Gebet eingestiegen ist. Aber es würde mich schon interessieren, wie vielen es heute so geht wie mir und Frieden in ihren Herzen haben, neue Kraft und neue Zuversicht durch dieses Gebet und durch die Kraft und die Hoffnung, die in Jesus Christus steckt. Wir rühmen uns Gottes, also wir empfangen Ruhm von Gott, durch Gott, weil er, Jesus Christus, unsere Schwachheit genommen hat und wir Versöhnung empfangen haben. An einer anderen Stelle heißt es ja von Paulus, wir sollen uns unserer Schwachheit rühmen. Und das ist so heilsam. Das ist so gut, liebe Freunde, und so beruhigend. Und es macht so entspannt in allem. Wisst ihr, solange wir darum kämpfen müssen, die Dinge selbst unter Kontrolle zu haben, die Dinge selbst in den Griff zu bekommen, selbst Lösungen haben zu müssen, müssen wir unsere Schwächen und unsere Nöte verstecken. Weil ja jeder sehen könnte, wie schwach und unbeholfen wir sind. Was ja irgendwie peinlich sein könnte, nicht wahr? Und wir werden auch schnell dauernd die Loser oder von anderen abhängig. Ich arbeitete ja einige Jahre in der Schule und auf dem Schulhof und nicht selten kommt es davor, dass ein Schüler zu einem anderen sagt, ich hole meinen Vater oder meinen großen Bruder. Meine Mutter kommt auch häufiger vor oder manch einer auch seine starke Gang. Was ist denn das? Na, es ist das Eingeständnis, ich bin schwächer als du, aber ich kenne da jemanden, der ist stärker, der kann mir helfen. Und dann siehst du alt aus. Das ist das Vertrauen in jemand Stärkeren oder jemand Größeren. Und gleichzeitig rühmen sich die Kinder mit demjenigen, den sie sich am liebsten mit Händeschnippen heranzitieren würden. Naja, manche Kinder machen damit heutzutage ihre Mütter auch abhängig davon, der Schutz zu sein. Oder manches Mal werden auch die Kinder davon stark abhängig von ihren Eltern. Aber das soll heute früh mal nicht mein Thema sein. Wir wollen und sollen und dürfen uns ja von diesem großen Gott abhängig machen. Und es kann uns ja auch nichts Besseres passieren, als von diesem Gott abhängig zu sein. Warum? Na, weil wir ihn kennen und weil wir eine Beziehung mit ihm führen dürfen. Der Gott der Bibel ist ein Gott, der sich uns vorstellt. Und der reagiert, wenn wir mit ihm leben, weil er selber lebt. Der Gott der Bibel ist ein lebendiger Gott und wir dürfen ihn und sein Wesen kennenlernen. Er ist allmächtig und er kann wirklich alles. Und er ist unbesiegbar, denn er hat gesiegt am Kreuz für uns. Aber das alleine würde mich auch noch nicht beruhigen. Erst seine zweite Wesensart tut das. Gott ist Liebe. Er ist unaussprechliche Liebe. Und das in Kombination mit seiner Allmacht lässt mich aufatmen. Lässt mich in allen Lagen und Situationen fröhlich und voller Hoffnung meinen Weg gehen. Denn er hat einen Plan mit mir, mit dir und mit dieser Welt, in der wir leben. Und der ist gut. Und wenn wir uns diesem Weg anschließen, werden wir auch wohlbehalten und entspannt
in seiner neuen Welt für uns ankommen. Halleluja. Amen.